Auch in Eutin-Nord sind schon Helfer unterwegs, die von Tür zu Tür wandern, um Unterschriften zu sammeln. Guten Tag, Herr Osthorst. Guten Tag. Hi, ich bin Ortsvorsteher hier in Eutin-Nord. Herr Osthorst, wir kommen heute rum, weil ich für meine Ortsvorsteherkollegen, die sich ganz, ganz viel Mühe gegeben haben, eine Aktion dem Publikum von Eutin aktuell eine Aktion vorstellen wollen. Wir wollen einen Kindergarten gewinnen. Und dazu müssen nach Möglichkeit fast alle Einwohner Eutins unterschreiben. Denn nur die Gemeinde mit den meisten Unterschriften in Relation zur Einwohnerzahl gewinnt. Aber der Bedarf an Helfern, die sich in ihrer Wohnstraße dafür einsetzen, ist noch nicht gedeckt. Dieter Hayek hat einen weiteren gefunden, der dies machen möchte. Ja, Herr Osthorst, herzlichen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Auch die ausländischen Mitbürger hat man bedacht. Für die Russlanddeutschen wurde von der Gemeinde zum Beispiel eine Übersetzung angefertigt, sodass sie leicht erkennen können, dass es sich hierbei um eine seriöse Sache handelt. Ein neuer Kindergarten ist schließlich für alle wichtig. Ich wünsche meinen Ortsvorsteherkollegen und all den freiwilligen Helfern viel Glück und viel Erfolg. Wir könnten es für diesen Zweck wirklich brauchen. Danke.